Das neue Dynamo-Stadion nimmt langsam Form und Gestalt an. Jetzt ist der erste Bauabschnitt beendet. Das bedeutet, alle Tribünenteile sind für die Fans zugänglich. Der Projektleiter des Stadionneubaus, Kai-Uwe Panzer, will nun mit dem zweiten Abschnitt weitermachen. Wir haben vor 3 Wochen mit dem Dach so richtig begonnen, was jetzt durch 2 Spiele so ein bisschen unterbrochen wurde. Jetzt haben wir mal 3 Wochen Zeit, um mit dem Stahlbau richtig loszulegen. Mit der Dachkonstruktion obendrauf, das heißt Dachdeckung, werden wir loslegen noch in diesem Monat. Also irgendwann Ende Oktober geht es los mit der Dachdeckung, sodass wir dann, ich sag mal, nahezu Ende des Jahres fast alle Tribünenteile dort überdacht haben werden. Zurzeit laufen die Vorbereitungen für das neue Hauptgebäude an der Linnéstraße. Und bereits morgen fällt die letzte Giraffe auf der Nordseite des Stadions. Ebenfalls auf der Nordseite stehen bereits die Pfeiler für einen weiteren Tribünenteil. Dort sollen künftig 9000 Fans Platz finden. Wir haben jetzt noch eine Sache vor, auch jetzt um jetzt noch mehr Kapazität ins Stadion zu bekommen, prüfen wir jetzt gerade noch ein Stück von der angefangenen Tribüne zu erweitern und bis zum Dezember irgendwo zu übergeben, damit jetzt dem Verein noch mehr Plätze zur Verfügung stehen, damit man einfach dieses neue Stadion noch voller bekommt und noch mehr Emotionen da beim Spiel entstehen. Momentan können im Stadion 13.200 Fans Dynamo Dresden zujubeln. Wenn der Tribünenblock auf der Südseite fertig ist, können weitere 1.500 beim Fußball mitfiebern. 5 Spiele fanden bereits auf der Stadionbaustelle statt. Ist da schon das ein oder andere Neue kaputt gemacht worden? Also kaputt gemacht worden kann man nicht sagen. Es gibt ein paar Sprühaktionen, die jetzt überall mal stattfinden, die man wieder beseitigen muss. Und mit Ausnahme von den Klebeaktionen an Stühlen, Sitzen und Stadiongelände, die überall mit Aufkleber dort irgendwo zugekleistert werden, ist bis jetzt eigentlich nichts passiert. Das meiste davon ist bereits beseitigt worden. Das nächste Heimspiel der Schwarz-Gelben ist am 25. Oktober. Bis dahin wollen die Stadionbauer die Einlasssituation für die Fans verbessern. So sollen bis zum Spiel gegen den VfL Aalen die Zugangsbereiche für die Blöcke S und T so weit verändert werden, dass die Fans so schnell wie möglich an ihre Plätze kommen.